Hallo, hallo. Na, guten Morgen. Schön, dass du da bist. Guck mal, ich hab dir ein Käffchen mitgebracht. Blond und mit ganz viel Liebe, so wie du es gerne hast. Ah, ich hab meinen schon getrunken. Ich war schon ein bisschen früher dran. Schon ein bisschen vorbereitet. Ja. Ich ahne nichts Gutes, ey. Ja. Morgen wird sich hier zeigen, ob Bennett das Zeug zum Platzwart hat oder nicht. Denn er ist morgen das erste Mal alleine hier. Und er muss sich beweisen. Du bist dann der, der die Entscheidungen trifft, ohne dass du quasi jemanden hast, der sagt, du, jetzt könnten wir das oder das machen. Bennett ist natürlich sichtlich nervös. Da hat er auch einen Grund dazu, denn morgen ist der große Tag. Er ist alleine hier auf dem gesamten Campingplatz. Also die Aufgabenverteilung wird wie folgt sein. Emma schmeißt die Rezeption, meldet alle Camper an, erklärt allen, wo alles ist. Und Bennett begleitet die Touristen dann zum Stellplatz. Wie gut, dass Platzchef William noch ein paar gute Ratschläge auf Lager hat. Hier, auch ein Tip-Top-Platz. Das ist natürlich ein sehr kleiner Platz. Da musst du den spontan geben. Keinen gebuchten. Gebuchten will ich hier nicht hinstellen. Genauso wie hier. Spontane Leute, ja, kommen Sie mal mit den Platz. Kannst du den auch hier geben? Kannst du auch einen anderen geben? Ich würde immer ruffahren und von vorne beginnt immer als Erste die Ersten. Wollen Sie den? Wollen Sie den? Und du musst dich so durcharbeiten. Er hört ganz aufmerksam zu und ich schätze mal, oben die Festplatte arbeitet und ist am Abspeichern von all den Informationen, die ich ihm gerade rüberschiebe. Und die sollte er sich auch merken. So, dann würde ich sagen, fahren wir mal Richtung Strand. Ja. Die Stellplätze am Wasser liegen bei den Urlaubern hoch im Kurs. Hier hast du natürlich einen TÜV-geprüften, schönen grünen Platz, der ist aber zu klein. Für ein Zelt geht das, glaube ich. Ja, stimmt, für ein Zelt würde das gehen. Das ist die richtige Einstellung. Für ein Zelt würde das gehen, genau. So sieht's aus. Und genau so ist die richtige Denkweise. Der Platz würde reichen für ein Zelt. Für ein Spontan. Also für die Zukunft könnte ich mir genauso einen Mann wie Bennett an meiner Seite vorstellen. So, hier haben wir auch zwei Leute. Ja. Könntest du hier noch hinstellen? Das war's. Und ab jetzt bist du auf dich gestellt. Los, ab nach vorne. Oh, Scheiße. Ein bisschen mehr Optimismus, bitte. Langfristig hat Bennett echte Zukunftschancen auf dem Platz. Doch dazu muss er morgen überzeugen. So, mein Lieber. Na ja, alles klar. Du rockst es schon. Ja. So, was kann ich denn für euch tun? Wir haben nicht reserviert, ja, und sind quasi spontan Anreisende. Okay, der Platz ist ja schon ziemlich voll. Der Platz ist schon ziemlich voll, da hat er nicht Unrecht, aber wir waren noch gerade auf dem Platz unterwegs, da waren noch freie Plätzchen. Also wir haben ja hier die Kategorieplätze. Ja. Also einmal die Kategorie 1, das sind die Wasserplätze, natürlich auch die begehrtesten. Ja, die 2 wäre zum Beispiel hier in der Südbucht und die 3 wäre der Wurzelweg und der Pumpenweg. Hättet ihr noch fast eine 1 mit Seeblick? Wir haben eben schon ein paar geschaut, da waren noch ein paar mögliche. Wir sind natürlich nicht bei Wünsch dir was, aber Wünsche kann man natürlich immer äußern, gar keine Frage. Wir versuchen natürlich auch immer auf die Wünsche unserer Kunden einzugehen. In der Hochsaison ist natürlich freie Platzwahl immer begrenzt, da natürlich voll ist voll. Ne? Da können wir nur noch die Plätze rausreichen, die wir haben. Bennett verlässt sich dabei auf das Buchungssystem. Und das sagt ganz klar: Seeblick ist leider komplett ausgebucht. Was ich noch mit ein bisschen Wasserblick anbieten könnte, wäre die neue Südbucht, aber dann da die 2. Reihe. Ja, das passt. Klingt gut. Wie viele Tage wollt ihr denn bleiben? 2 Tage bis Donnerstag. Seid ihr beiden alleine oder habt ihr noch Kinder, Hund, irgendwas? Nein, nur wir zwei mit Wohnwagen und Auto. So, für 2 Nächte würde ich dann einmal genau 100 Euro bekommen. Lieber noch mal nachrechnen. Oder 92 Euro, um genau zu sein. Ne, da hat mein Jüngchen mal eine Runde auf 8 Euro für Runde. Die muss er sich erstmal mit Freundlichkeit verdienen und dann gibt's die vielleicht in unsere kleine Klimperkasse rein. Wart ihr denn schon mal bei uns? Ja, mehrmals schon. Kennt euch wahrscheinlich dann auch noch aus mit dem Waschhaus, Brötchen bestellen und so weiter. Das ist alles bekannt. Dann noch einmal die Rechnung. Jo. Danke. Na, das lief doch ganz okay. Hey, herzlich willkommen. Ja, ciao, morgen. Auch die nächste Anreise geht glatt. Bennett und die Touristen sind zufrieden. So. Perfekt. Ja, gut. War es euch beide eine schöne Zeit. Doch wenn man denkt, dass alles läuft, läuft's meistens nicht.
Hast du für uns vielleicht noch einen anderen Platz? Wir kriegen ja keinen Vorzeltplatz. Zu früh gefreut. Es nimmt euch schon den größeren Platz, gefällt ihnen trotzdem nicht, kriegt die Markise nicht raus. Ist natürlich kein Problem, wenn er damit unzufrieden ist, dann finden wir einen neuen Platz. Aber den Blick zur Rezeption muss natürlich immer wahren, weil wenn die Straße sich füllt bis nach hinten, dann ist die Insel hier am Brennen. Gib mir 2 Minuten, ich fahre zu euch hinter und dann finden wir bestimmt noch einen anderen Platz. Sehr schön, danke. Kein Problem. Den Blick zur Rezeption hätte Bennett besser noch mal wagen sollen, denn hier staut es sich bereits. Hier könntest du dich entweder halt quasi so hinstellen, bis hinten zum Baum. Also wenn ich jetzt hier rückwärts reinschiebe und mich nach da aufbaue? Das würde gehen. Wär's halt noch ein bisschen weiter nach hinten und dann nach da rüber aufbauen. Das dir lieber, oder? Perfekt. Dann so machen wir das. Genau so. Da haben wir eine schnelle Lösung gefunden. Ja. Wenn der Camper jetzt später gekommen wäre, wäre es ein größeres Problem gewesen. Dann wären viele Plätze nicht mehr verfügbar gewesen. Andere Camper wären schon angereist. Aber jetzt, da ich das halt früh gekommen ist, konnte ich noch den Platz vergeben. Hi, herzlich willkommen. Hi. Hallo, guten Tag. Ihr seid schon angemeldet, oder? Ja. Wo müsst ihr denn hin? Pumpenweg. Im Pumpenweg. Ihr alle zusammen? Wir alle zusammen. Also wir laufen. Das sieht ganz schön nach Ärger aus, aber kommt mal erstmal mit. Der Verdacht? Krawallcamper. Na, herzlichen Glückwunsch. Aber immer schön lächeln und nichts anmerken lassen. Ich habe ja schon viele Schauergeschichten von William gehört. Gerade größere Gruppen machen viele Probleme, machen abends die Musik nicht leiser, stören einfach den ganzen Campingplatz. Da sind ja ganz schön viele Personen mit einem Wohnmobil. Die werden wahrscheinlich den ganzen Abend draußen sitzen und sich richtig einen reintrinken. Deswegen versuche ich hier schon mal, die auf die richtige Ecke zu stellen. Und den Platz dafür habe ich wahrscheinlich auch schon gefunden. Da muss ich mal eben mit denen quatschen, ob das denen auch so gut gefällt. Ansonsten wird es knapp mit dem Platz auf dem Platz. Also, ich habe mir gedacht, dass ihr euch hier einfach hier ranstellt. Ja. Und dann das Vorzelt in die Richtung. Also das mit dem Vorzelt habe ich mir jetzt nach der Sache von vorhin auf jeden Fall gemerkt. Einen Fehler versucht man immer einmal zu machen und ich bessere mich ja auch. Deswegen habe ich das noch mal extra erwähnt. Das passt, oder? Ja, kriegen wir hin. Da habt ihr genug Platz. Kriegen wir hin. Strom brauchst du wahrscheinlich auch, ne? Ja, natürlich. Aber war jetzt nicht die schlauste Frage von mir. So, da hast du den Stromkasten. Denkst du, ein Kabel reicht so? Ja, ne? Ich hab 2 mit, ja. Ja, okay. Sollte reichen. Perfekt. Alles klar. Super. Vielen Dank. Gerne. Und dann noch mal an die Ruhezeiten, ne? Ja. 22 bis 7 Uhr. Ich bin mit meinem Schwiegereltern und mit meiner Frau. Oh, okay. Familie. Dann nehme ich das zurück mit vorhin. Ich dachte, ihr macht hier ein bisschen... Nein, das sind nur Freunde. Ja, jetzt, wo ich die kennengelernt habe, bin ich vorhin auf jeden Fall übers Ziel hinausgeschossen. Der Kommentar war nicht angebracht, aber habe ich mich entschuldigt. Nimmt er mir nicht übel. Entspannter Typ. Eine schöne Zeit euch. Ja, vielen Dank. Gerne. Tschüss. Tschüss. Da hat sich die mutmaßliche Partytruppe doch echt als harmlose Familie herausgestellt. Aber Vorsicht ist halt besser als Nachsicht. Bennett ist zufrieden.